So Leute, es geht wieder weiter mit Ni no Kuni, der Fluch der Weißen Königin. Ich bin es, euer MC Mafex. Im letzten Part haben wir... Oh, was ist denn das? Ein Bombler. Hübsch. So, im letzten Part haben wir uns in den Wald hier den Goldhain reingetragen. Oh, jetzt macht er ein Gift oder im Lauf. So, hat er seinen Kumpel vergiftet. Das wäre super gewesen. So, und ja, wir wollten hier weiter in die Stadt Alquain. Das hat uns König Tom empfohlen, dass wir da hingehen sollen als nächstes. Davor haben wir aber das Problem, mal abgesehen davon, dass hier sehr viele Monster sind, dass hier eigentlich Feen sein sollten. Hat zumindest ein Tröpfchen gemeint, unser kleiner Begleiter. Doch bis jetzt haben wir noch keine getroffen und es gab auch kein Anzeichen dafür. Und das lässt natürlich mal wieder Schlechtes erahnen. Wer weiß, vielleicht ist wieder der Wächter irgendwie schlecht drauf, so wie im letzten Wald, wo wir waren, oder irgendwas Schlimmeres ist passiert. So. Naja, ich schätze mal, wir müssen es herausfinden. So. Erstmal erledigen wir die Rappelsau, die stärker. Zackabum, zackabum, zackabum. Oh nein. Jetzt muss ich. Sind wir vergiftet? Ich glaube, wir sind vergiftet. Sind wir vergiftet? Es könnte irgendwo angezeigt werden, ob wir vergiftet sind oder nicht. Okay, ich schätze mal, da es nirgendwo angezeigt wird, schätze ich mal, sind wir einfach mal nicht vergiftet. So, kein Problem. Was haben wir sonst noch so im letzten Part gemacht? Obwohl das immer halbe Stunde Parts sind, kommt mir immer so vor, als würden wir voll wenig tun. Wir haben im letzten Part... Na komm, ich möchte nicht mit Tröpfchen reden. So, wir haben im letzten Part noch zwei Nebenquests gemacht. Zum einen haben wir ein paar Jungen, die im Wald Angst hatten vor Rhinosaurier oder vor irgendwelchen Tierchen zumindest. Ach cool, die laufen jetzt weg. Nein, du läufst nicht. Nein, du läufst nicht weg. Nein, du bleibst hier. Oh, das ist weg. Haben wir fertig gemacht und jetzt erst erstmal weitergehen und gegen Rappelsauen kämpfen. Okay, machen wir. Übrigens in der... das ist hart. Das ist hart. Da gehe ich jetzt erstmal kein Risiko ein und hau gleich meinen Zauber. Feuerball auf die spinierte Spinne, weil die ist doch relativ stark. Alter, warum trifft es mich? Up, Zauber. Dann hauen wir eine lindernde Hand auf Olli. Und dann, komm. So, und dann heißt es, los. So, da, mach erst die Spinne fertig, die Spinne. Spinni. So. Obwohl, die Rappelsau, die hat noch so wenig Leben, die kannst du jetzt doch noch zu Ende bringen. So, die sind eigentlich echt schwach, diese Rappelsau. Diese Spinnen sind aber echt hart. Muss man echt sagen. Mal abgesehen davon, dass wir dem nicht so viel Schaden machen, können die echt noch gut Schaden austeilen. So. Aber mit ein wenig MP und HP eingesammelt und das passt schon wieder. So, Nanzu hat auch, 40 Erfahrung, nett. Hat es auch ein bisschen, endlich mal Level 10 erreicht und das ist gut. Er lernt eigentlich auch neue Fähigkeiten, das habe ich gerade überlesen. Die tolle Rolle, aber die kann er noch nicht. Wir können die scharfe Schneide entfernen und dafür können wir Kiese regeln. Ein gut gezielter Kiesestein fügt einem einzelnen Gegner Füßen Schaden. So, ja, besser als die scharfe Schneide. Die habe ich eh noch nicht benutzt. So, aber die tolle Rolle wäre gar nicht mal so schlecht, glaube ich, wenn man die irgendwann mal ausrüsten könnte. Aber die ist doch relativ stark. Also, das können diese Schweine auch. Also, auch wenn die insgesamt nicht so stark sind, so machen die uns schon deutlich Damage. So, kommen wir da hoch. Auf dem Bild. Hat sich's ausgeübt. Wir müssen einen anderen Weg da suchen. So, okay, dann. Da geht's nicht lang. So, aber zum Glück haben wir da eine große Weggabelung. Aber erstmal müssen wir an der Rappelsau wieder vorbei. Oh, eine Rappelsau und eine hohe Zisse. So. Da würde ich sagen, ist der perfekte Ansprechpartner Nerzu Dragonil. So. Verdammt. Jetzt sind wir vergiftet. Jetzt bin ich auch vergiftet. So, dann müssen wir erstmal Proviant machen. Und Gegengift einnehmen. So, als nächstes kommt jetzt sofort mal wieder hier Natsu. Wir müssen unbedingt, sollten wir vergiftet werden, immer müssen wir unbedingt immer Sora nehmen. Denn Sora kann ja irgendwie nicht vergiftet werden. Also ich kann sein, dass das bis jetzt immer Zufall war, aber bis jetzt wurde er noch nicht vergiftet. So, und da ist noch Leben. Das möchte ich noch einsammeln. Und jetzt macht die Rappelsau fertig. So. So, ich muss jetzt aber trotzdem mal hier wieder eine heilende Hand verpassen. Ich habe noch ganz schön wenig Leben. Passt, sitzt, gut. So. Und ein türkischer Honigtopf. Lecker. So, eigentlich haben wir ganz schön viel. Ich kann ja auch mal ein Weißbrot essen, so. Wenn wir schon 10 davon haben, so. Okay, gut. Wo gehen wir lang? Links oder rechts? Erstmal gehen wir da. Ich schätze mal, hier wird es irgendwas Schönes geben. So, da hat sich auch ausgehüpft. So, vielleicht ignoriert er mich.
Er ignoriert mich nicht. Eindeutig nicht. Aber egal. So, erledigen wir den Fratzen hier jetzt noch. Und dann sollten wir wieder weitergehen. So. Bup. Und so, dann mache ich mal wieder fertig. Zackaboom. 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 Oh nein, 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 nein. Nicht schmettern. Blöder Fratz. Nächste durch. Also, okay. Einzelne Gegner habe ich jetzt doch immer dazu. Da kriegt zwar noch ein bisschen mehr Lebensabzug, wenn sie mich treffen, aber dafür macht auch halt einfach mehr Schaden. So, ich glaube, es ist besser, eine lindernde Hand zu hauen. Zur Sicherheit. Zur Sicherheit, glaube ich, das ist echt nicht schlecht. Wir brauchen unbedingt mal mehr MP, damit wir den Zauber auch öfters benutzen können. So. Scheint so, als wären wir echt weit schon gekommen. Da waren wir schon überall. Ich weiß gar nicht, gerade nicht, warum diese Abzweigungen nicht ganz gezeichnet sind, aber egal. So, da hinten ist schon das Ende, gut. Also einfach nur den Weg hier gerade folgen und dann sollten wir es geschafft haben. Kein Problem hier für Oliver. So, Rappelsau und Fratz. Und die kämpfen. Okay, ist ein bisschen risikoreich, wenn er jetzt hier wieder seine blöde Attacke macht, der Fratz. Deswegen würde ich sagen, erledige ich den auch als erstes. So. Lauf, mein fertig, so. Der ist auch um einige schneller noch besiegt. Zackabum. Oh. Ich muss mich erstmal hier. Upp. Obwohl, ich werde jetzt mal den Kieselregen testen. Ha! Ein Kieselstein. Aber wirklich nur ein Kieselstein für die Kopf wieder. In anderen Spielen, keine Ahnung, wirft man mit Stein auf. Mit einem riesigen Brocken auf den und hier mit einem Kieselstein. Das ist irgendwie traurig. Naja. Man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. So. Da oben ist eine Kiste. Die sollten wir öffnen können. Ah, das kostet auch immer 2 MP. Das ist so nervig, ganz ehrlich. So, aber einen Froschsperma halten. So, den sollte doch irgendjemand anlegen können, oder? Nein. Nein, aber was schon ich da eigentlich? So, okay. Keiner unserer Charaktere kann den Froschstab anlegen. Das finde ich schade. Warte, ist es ein Zauberstab? Ha. Huh. Schauen wir mal kurz. Bla, bla, Froschstab. Speer. Okay, es ist kein Zauberstab. Okay, naja, ich schätze mal, das heißt, dass wir irgendwann mal noch einen anderen Vertrauten finden werden, hoffe ich zumindest, der das dann eben benutzen kann. Okay, dann einfach mal weiter geht's. Irgendwann werden wir schon was Schlimmes finden. So, ich würde nur gerne auf einen Speicherpunkt hoffen jetzt, bevor irgendwas Schlimmes jetzt passiert, sowas wie Bossfight. Aber es sieht hier so Bossfight-mäßig aus. Oder was ist das für ein Baum hier? Ui, was ist das? Schick, das ist ein Vertrautenei. Ein Vertrautenei? Aber hast du nicht gesagt, Vertraute kommen aus dem Herzen einer Person? Das ist, tun sie auch, aber nicht nur. Vertraute können überall dort entstehen, wo es eine Fülle von dem Zeug gibt, was sich Lebenskraft schimpft, verstehst du? Himmel, Meer, Wald, Wiese, der Ort ist völlig egal, Olli. Wenn sich genug Lebenskraft ansammelt, tauchen sie ganz von selbst auf. Sie können sogar aus Alltagsgegenständen entstehen, wenn man sie lange genug benutzt und richtig lieb hat. Hört sich verrückt an, nicht wahr? Wow, Lebenskraft. Klingt echt stark. Dieses Ei besteht also aus Lebenskraft, die sich hier im Wald angesammelt hat, richtig? Hast es kapiert, Lebenskraft ist eine rätselhafte und mächtige Energie, die voller Wunder steckt. Aber das Ergebnis ist nicht immer so zauberhaft. Manchmal entstehen auch wilde und brutale Bestien anstelle von freundlichen Vertrauten. Du meinst die Kreaturen, die uns immer angreifen? Genau, nee. Und man kann ihnen nur beibringen, dass sie keine Leute angreifen sollen, indem man sich wehrt, nicht wahr? Guck nicht so besorgt. Wir bringen die armen Viecher ja nicht um. Wir schicken sie nur dorthin, wo sie uns eine Weile nicht mehr nerven können. Okay. Ich frage mich, was für eine Kreatur wohl aus diesem Ei kommen wird. Ich kann es kaum erwarten, bis sie schlüpft. Na, das könnte lange warten, Olli. Da kannst du lange warten, Olli. Sieh dir das Holz um das Ei herum an. Ganz verdorrt. Die Lebenskraft hier im Wald ist auch nie mehr das, was sie mal war. Deshalb haben sie wohl auch die Feen verdünnisiert, was? Tut mir leid, aber wenn sich da nichts ändert, kommt aus dem Ei nichts so schnell geschlüpft. Ach, das ist ja traurig. Aber irgendetwas müssen wir doch dagegen tun können, Tröpfchen. Und ob, Olli, es liegt in deiner Hand, muss ich noch deutlicher werden? Du musst nur einen Zauber wirken, der verrottete Baum heilt. Ihn wieder in seinen früheren Glanz erstrahlen lassen, wenn du verstehst, was ich meine. Klar, Töpfchen, also ein Zauber, der die verdorrten Äste wieder so hinkriegt, wie sie früher waren. Kriegen wir hin?
Regen wir hin. So, oh, das ist... Ey, aber das Bier ist echt gut. Immer wenn ich in einem Part davor mir eine Frage stelle, wie zum Beispiel, wann kriegen wir neue Vertrauten, dann kommen wir einfach hier die neuen Vertrauten hier. So, die alte Pracht natürlich. So, dann will ich jetzt sehen, was da rauskommt. Irgendwas Cooles. Pikachu. Nee, schauen wir mal. Und was kommt aus dem schönen Baum heraus? Schick, schau, Nolli, es schlüpft. Das ist ein Wunder. Das ist neu. Das ist das Wunder des neuen Lebens. Oh, wow. Sollten wir irgendwie helfen? Prima. Es ist geschlüpft. Wir haben es geschafft, Tröpfchen. Ah, das ist schön. Geht doch nichts über ein frisch geschlüpftes Ei. Wie rührend. Oh, schau dir die Herzen an. Hehehe, hör auf, das kitzelt. Ich glaube, er mag dich. Haha, er ist niedlich. Okay, Kleiner, wir müssen los. Und noch alles Gute hier im Wald, okay? Wie? Nimm sie nicht mit, Olli. Er ist doch gerade erst geschlüpft, Töpfchen. Wir können ihn nicht mitnehmen. Das wäre zu gefährlich. Ja, hast du wohl recht. Na gut, alles klar, Kleiner. Pass auf dich auf, okay? Tschö. Wiedersehen und mach's gut. Ich möchte da aber mitnehmen, den Märchenspross hier. Finde ich aber blöd. Komm, ich möchte... Warum? Oh. Okay. Ach, Oliver, mein Gott. Du bist auch immer hier so... Der Langweiler-Nerver. So, gut. Dann können wir jetzt den Weg wieder zurückgehen. Hat sich jetzt irgendwie nicht so gelohnt. Ich dachte, das können wir jetzt irgendwie mal mitnehmen. Naja. Okay, dann eben nicht. Ha! Wer braucht den schon? Er hat jetzt mal gerne ein neues Vertrauen gehabt. Aber egal. Bin jetzt nicht beleidigt. Egal, aber ich schätze mal, wir werden das, den Märchenspross dann doch noch bekommen, weil, wenn ihr gesehen habt, was das in der Hand... Ah, da Gift. Bin ich jetzt vergiftet? Aber schau euch an, wir können nicht vergiftet werden, so wie ich das echt sehe. Also hier, Sora kann nicht vergiftet werden. Alle anderen Gegner, nicht alle anderen Gegner, aber alle anderen Charaktere können vergiftet werden, aber Sora nicht. Ich schätze mal, irgendwas Cooles hat mit dem ausgerüstet. Sehr nett. Naja, weil ihr habt das hier gesehen, dass er so ein Stab hatte und ja, es wird Sinn machen, wenn wir hier einen Zauberstab finden, 5 Minuten davor, dass wir irgendwann mal dem hier den Stab ausrüsten können in nächster Zeit. So. Mein Tipp ist, wir werden jetzt an irgendeine Stelle kommen und da werden wir nicht weiterkommen und dann kommt der Märchenspross von hinten angehüpft und ja, sagt, ja gut, jetzt sind wir doch hier. Team. Die Hortzisse wie schon wieder. Jetzt fällt mir jetzt auf, was ist das? Eine Biene aus eine Mischung aus Biene und Blume. So, komm mal hin, fertig. Los, Oran. Komm. Hau zu. Bababum. Komm, du mit deiner coolen Seesternfrisur. Ach, wenn ihr euch noch an die Seesternfrisur erinnert. Gleich werden wir es nochmal sehen. Schau euch mal an. Sieht aus wie ein Seestern, das, was der auf dem Kopf da drauf hat, Herr Sora. Ein Seestern, Leute. Es ist ein Seestern. So, Level 11 für Sora. Das ist aber schön. Und dann kommen wir direkt weiter. Und hier geht's weiter. So. Was gibt's hier Schönes? Oh, sieh mal einen an, der Kleine von vorhin. Wie geht's, Junge? Ist er uns gefolgt? Sieht aus, als wollte er, dass wir ihm jetzt folgen. Ob er uns vielleicht was zeigen will? Kann sein, vielleicht hat er ein paar Feenkumpel gefunden. Apropos Feen, er sieht eher so aus, wie ich mir Feen vorgestellt habe. Nicht so wie du, Tröpfchen. Ach ja, tut er das? Na, kann man mal wieder sehen, wie viel Ahnung du hast. Was? Pah, Frechheit. So, natürlich immer ein wunderschönes Tröpfchen beleidigt, so kürze ich das. So, du Schweinebacke, du interessierst dich nicht für mich? Finde ich sehr gut. Ah, sind alle Gegner schon wieder nach. So, nein, gegen die Spinne kann ich nicht. Hat sie noch von hinten. Ich hasse Spinnen. Ja, der Gegner hat die Oberhand, wenn es dir Spaß macht. Lauf. Wir können eh nichts machen, solange wir hier nicht wieder aus draußen sind. So, so, haut raus, Sora. Bäm und zacka und boom und blick und zack. Aber Sora schafft es echt immer. Viel öfters auch als Natsu, einen Gegner in der Kombo zu unterbrechen. Das gefällt mir. So, und wir sind auch bald ein Level Up. Das heißt also, beim nächsten Kampf können wir hier richtig mal die Sau rauslassen und einfach alle Special-Move-Dinger machen, die wir haben.
So, erstmal wieder ein wenig Gehüpfele. Ach, hier waren wir vorher. Da sind wir nicht weitergekommen. So, kommen wir jetzt weiter. Hey, das kann ich doch, na klar, du Dussel. Das ist eine Seite aus dem magischen Begleiter. Ihr gilt, wer es findet, darf es behalten. Das ist das Gesetz des Waldes. Du weißt schon, was ich meine. Schnapp sie dir einfach. Super. Du hast eine Seite mit dem Zauber Wachstumsschub erhalten. Danke, dass du uns den Weg gezeigt hast. Wie bitte? Er meinte, könnte dir helfen, Olli. Will mit uns auf Reisen gehen, der Kleine. Aber er ist doch noch ein Kind, das ist zu gefährlich. Ha, so ein frecher Racker. Das sagt der Richtige, meint er. Sagt, du bist ja selber noch ein Kind. Und wo er recht hat, hat er recht. Das hat er echt gesagt, aber... Keine Panik, Olli. Kreaturen wie er sind die Geborenen vertrauten und vertraut reisen. Nun mal mit Zauberern, wie dir durch die Gegend, nie wahr? Ja, stimmt schon. Okay, du kannst mit uns kommen. Dann solltest du den Kleinen am besten einen Namen geben. Damit ist die Sache besiegelt und du bist offiziell sein Herr und Meister. Puh, Sprossi. Wir nennen ihn nie mehr Sprossi. Sprossina. Keimeline. Alt. Also das Spiel ist cool und alles, aber die Entwickler können sich ja noch schlechter Namen ausdenken als ich. Ich klaue sie zwar nur irgendwie, aber... Oh, schau ich das an. Sprossi. Sprossina. Keimeline. Ist ja furchtbar. So, wie benennen wir den? So, irgendeinen coolen. Ich würde sagen, ach, ich weiß es doch, warte. Irgendwie sieht mir das Ding weiblich aus, oder? Das ist doch weiblich. Oder? Egal. Ich würde sagen, den geben wir einen weiblichen Namen. Und da natürlich mal wieder alles, was sie hat, hier geklaut ist. Nennen wir es. Ich nenne sie natürlich sie. Einfach mal, auch wenn die auch immer eher sagen, es ist mir so wurscht, dann nennen wir die... Na, komm, das ist aber dann auch wieder blöd. Denken. Wie können wir den cool nennen? Ich würde sagen, ach, okay. Dann nennen wir ihn einfach langweilig. Nennen wir ihn Ehren. So, hier. Aus Attack on Titan. Beste Serie aller Zeiten. Hab schon ein Video gemacht. So, den nehmen wir dann halt Ehren. Bist du sicher, dass du den Märchenspross, das Ding, man kann echt nicht das Geschlecht ablesen, Märchenspross, ja, das klingt schon so, nehmen wir ihn Ehren, ja. Klar, danke. So, damit haben wir jetzt unseren dritten Vertrauten und jetzt können wir schließlich mal nie wieder Vertraute mitnehmen, egal. Jetzt hast du schon drei Vertraute, oder? Und sieh dir den an, der kann Angriffe und so ausweichen. Ausweichen? Ist das so ein Trick? Ja, Schätze, man könnte es so nennen. Er ist wie verteidigen, nur dass du nicht getroffen wirst. Das Einzige, worauf du achten musst, ist, dass es ziemlich fix ist. Deshalb brauchst du auch gutes Timing. Aber du bist ja mittlerweile richtig kampferprobt. Was eigentlich, könnte ich dir gleich ein anderes Kunststückchen beibringen, wo wir schon mal dabei sind. Dufte! Oh, wer sagt Dufte? Was denn? Also, es ist so, wenn du genau in dem Moment angreifst, wo dich ein Gegner angreift, dann vollführst du einen sogenannten Gegenangriff. Und wenn das klappt, dann ist ein Gegner so verdutzt, dass er in gleicher Legerung dasteht und du so richtig loslegen kannst. Schick, was? Der kleine Angriffblase unten in der Ecke leuchtet dann blau auf, wenn der perfekte Zeitpunkt für einen Gegenangriff aufgekommen ist. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber ich tue mein bestes Tröpfchen. Ja, werden wir schon hinkriegen. Ich glaube, das haben wir sogar schon öfters hinbekommen. Oder? Oder ist es nicht, wenn hier die immer auf der Nase dann liegen? So, also anfangs können wir leider hier Ehren vergessen. Weil natürlich der hier so wenig, also ich schätze mal, der ist Level 1. Verdammt, das habe ich nicht nachgeschaut, das hätte ich nachschauen können. Ja, Level 1, dachte ich mir. Da können wir natürlich leider nichts mit ihm anfangen. Deshalb beschwören wir Natsu Ragonil. Ah! Kein Bock, Mann. Gleich mal hier so ein blöder Zauber schon wieder. So, kommt da doch hier wieder Sora. So. Zack, aber trotzdem. Keimelinchen. Aber, ach verdammt, da fällt mir gerade auf. Wenn die weiblich benannt hätten, hätte ich auch mal weiblich benannt. Ich hätte eh nach Mikasa benannt, die ist auch als Attack unterhalten. Beste Serie ever, habe ich schon mal gesagt. Zackabum. Schwein ist down. So. Und erstmal, Ehren bekommt das eh so viel Erfahrung, dass er gleich mal 10 Level aussteigt, oder? 1, 2. Ja, das dachte ich mir. Also, natürlich, also, ich schätze mal, die, so 6 Level wird er eh in 2 Sekunden aufsteigen.
Aber bevor er Level 10 ist, werde ich den gar nicht mehr, werde ich ihn wirklich nicht benutzen. Also davor lohnt sich das wirklich nicht. So, da laufen die Gegner schon vor uns wieder weg. Das finde ich sehr nett. Und ich schätze mal mit dem Zauber. Ja komm, Schweini, ich kämpfe gegen dich. Ich schätze mal, mit dem Zauber können wir jetzt diese Pilze, die wir gesehen haben, können wir jetzt wahrscheinlich damit heilen. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. So. Erstmal auf die Spinne gehen. Die ist gefährlicher. Also natürlich die Pilze, auf die wir vorhin nicht springen konnten, können wir, wie gesagt, schätze ich mal, mit dem Zauber, den wir hier von Ehren bekommen haben, heilen. Oder den Keimfluss. Aber ihr wisst ja jetzt alle, der ist Ehren. So. Zacker, mitgenommen, mitgenommen. Passt. So. Schon wieder ein Level aufgestiegen. Ach, immer muntert mich das gleich mal wieder auf. Einfach hier mal pro Kampf mindestens ein Level ab. So hört sich das. So, auf die Karte kurz mal schauen. Ich weiß gar nicht genau der Weg, wo es lang geht. Hier ist es nicht. Da. Oh, ich glaube, hier waren die Pilze. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Da kommt schon Schweinebacke hier. Ach, dann kommt halt hier Schweinebacke. So, 10 Minuten haben wir noch. Dann kommen wir hier. Ich will jetzt unbedingt noch aus dem Wald rauskommen. Es kann doch nicht sein, dass man einem ganzen Part nicht aus dem Wald rauskommt. Und danach muss ich eigentlich aufhören. Und deswegen brauche ich noch einen Speicherpunkt. So. So, deswegen machen wir ja gleich mal auf Risiko. Nein, das ist. Oh, das ist ein Bombler. Den müssen wir ganz schnell erledigen, bevor er seine Giftattacke macht. So. Schnell. Alter, warum ziehen wir den so wenig ab? Dann macht er seinen Giftbund. Nein, dann macht er seinen Giftbund. Ah, wir haben ihn abgeblockt. Wir haben zwar richtig viel Damage durch das Schwein bekommen und wir sind nicht vergiftet. Ich habe jetzt ja auch noch keine Lust, noch mir noch Gegengifte zu kaufen. So. Und ein bisschen lieb. Perfekto. Super gemacht, Ehren. Ich sage, anfangs war Ehren wirklich zu nichts zu gebrauchen. Zu nichts gebrauchen, muss man leiser sagen. Aber der hat sich jetzt hier echt zum super Charakter entwickelt. So, hier sieht's gut aus. Nein, das ist der falsche Weg, fällt mir gerade auf. Wie die Gegner einfach 100 Meter laufen können. Das kann doch nicht sein. Ja, komm, Holzhisse. So, ich mach jetzt Offensive. So, hauen wir Natsu raus. Ich hau jetzt immer gleich sofort. Scheiße. Ihr könnt so nerven, wisst ihr, dass ihr blöden hässlichen Blumenviecher. So, ich muss jetzt unbedingt Gegengifte erst gleich mal kaufen. Bin schon wieder vergiftet. Sah für eine Sekunde so aus, so. Dann hauen wir eine Linde in der Hand drauf. Aber jetzt bin ich angepisst. Nee, jetzt kriegt erstmal was auf die Kloppe. So. Was? Ich kann nicht vergiftet sein. Ich habe meinen Typen, der nicht vergiftet werden kann. Ihr Assi-Viecher, Mann. Ihr seid so übelst unfair. Ihr seid so übelste Cheater. Assi-Viecher. Ich bin mich richtig angepisst. So, ich kämpfe jetzt nur noch wirklich mit ihm. Ja, ich bin schon vergiftet, du Honkviech. Oh, Mann, ich habe noch zwei Gegengifte, glaube ich. Ja, nach der Level 11, da freue ich mich natürlich sehr drüber, aber jetzt muss ich schon wieder ein Item hier nehmen. Oh, mir gehen die Gegengifte. Hä? Ach so! Das ist aber interessant. Okay, so wie es aussieht, gelten Gifte nur in Kämpfen. Das heißt, außerhalb von Kämpfen werden wir automatisch geheilt. Ist praktisch. Bitte nicht. Komm, gerade habe ich dich schon besiegt. Du hast schon gegen mich verloren. Deine Erde ist schon gebrochen. So, waren hier die Pilze? Irgendwo hier müssen diese blöden Pilze sein. Ich finde sie gerade einfach nur nicht. Oh, das ist der Blume. So, da gehe ich aber einfach nur zurück. Aber doch, hier war es. Doch, doch, doch. Ich bin hier schon richtig. Er trifft mich nicht, er trifft mich nicht, er trifft mich nicht, er trifft mich nicht. Mein Gott. Oh, natürlich noch. Wenn das Viech mich jetzt vergiftet, ich krieg die Krise. Mach irgendwas Ehren. Nicht Ehren. Oliver, so. Zum ersten Mal ihn. Jetzt ist es mir wurscht, ob ich vergiftet werde. Ja, komm. So. Was? So, wann können die Viecher mich vergiften? Ich dachte, die können hier so oder nicht vergiften. So, egal. Kampf ist gleich gewonnen. Zacka, boom. Okay, das müssen wir uns merken. Ich schätze mal, der Bossfight hier von dem Kampf wird wahrscheinlich irgendwas Gift sein. Das erwarte ich. Oh, das wird ein nerviger Kampf werden. Da bin ich schon mal sicher. So. Da ist eine Spinne. Genau, hier müssen wir vorbei. Oder wir gehen erstmal hier. So, nee, erstmal heilen wir uns kurz mit einer lindernden Hand. Ah, verdammt, das habe ich dreimal, glaube ich, draufgehauen. So. Und damit kann man jetzt hier doch
Medium, alte Pracht. Hier. Machtwachstumsschub. Und Pilze sind geheilt. Sehr schön. So, und da die Pilze geheilt sind, heißt das auch, wir können hier raushüpfen. Komm. Hüpf, 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 hüpf. So, dann sind wir jetzt schon hier angekommen. Ich bin mir nur gerade nicht so sicher. Ah doch, hier geht's schon weiter. Für eine Sekunde dachte ich, es ist einfach nur eine Abkürzung zurück. So, ey, es ist ein bisschen nervig, dass man wirklich in die Gegner wirklich gar nicht entkommen kann. Spinierte Spinne, wollen wir mal testen, ob wir Ehren testen können. Das ist Level 5. Nee, Leute, da gehe ich das Risiko nicht ein, dass ich jetzt hier gleich mein ganzes Leben verliere. Ah, und das, jetzt haben wir gerade hier wunderschön. Oh, nee, ich bin eine tolle Rolle. Ha! Was hat denn so einen Schaden gemacht? Achso, ich glaube, ich habe das geblockt. Das ist natürlich cool. So könnte ich das. Haben wir mal hier seinen Special Move geblockt. So. Seine 2 Special Move. So. Ja, das ist ja schon Stufe 6. Wenn er irgendwann mal hier Level 2000 ist, dann werden wir noch benutzen. So. Was willst du? Also, gerade sind mir so viele Gegner gerade. Und ein Fratz. Diese scheiß Fratz. So, wir gehen erstmal auf den Fratz, weil diese Viecher nerven mich gerade so dermaßen mit ihren blöden Special Moves. Die so viel ausziehen. Selber haben kein Leben. Also, haben echt nicht viel Leben. Sind auch echt nicht stark. Aber ihre Special Moves treffen mich immer. Kann ich nie ausweichen. Und machen immer so viel Damage. So, aber ich kann auch viel Damage machen. Bam, 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 boom. So, das war's, Spinny, oder? So, komm, ich möchte jetzt aus dem Wald raus. Ich habe nur noch 5 Minuten. Und ich würde gerne einen Speicherpunkt finden. So, aber ich glaube, wir stehen eh kurz davor rauszukommen. Sieht zumindest sehr danach aus. Ja, ein Speicherpunkt, ach Leute. So, kann man die Kiste noch öffnen? Oh, das ist ein sehr mächtiger Magie. Okay, das ist ärgerlich. Naja, gut, Leute. Ich würde sagen, wir heilen uns jetzt hier nochmal. Das ist auch gut. Speichern jetzt. Und machen dann einen kleinen Cut. Ich schätze mal, da wird noch ein Bossfight auf uns kommen. Ich will aber nochmal kurz in die andere Richtung. Denn da gab es ja auch nochmal Pilze, die wir heilen konnten. Und wenn ich daran denke, werde ich das auch im nächsten Part machen. Ich muss mich aber jetzt erstmal verabschieden. Ich war's, euer MC Mafex. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.